geht momentan nach oben. Später kommt es genau in die andere Richtung. Das heißt, ich mache erstmal einen kleinen Überbrücker. Hier hin. Und zwack das jetzt hier ab. Schon fängt es an mit dem Rohrgewusel. So. Gut. So. So. Jetzt. Schweröl, Leichtöl, Petroleumgas aufsplitten. Und vorwiegend mit der Straße verteilen. Was jetzt noch hässlicher aussieht als vorher. Ja, Doppelleuchtkraft. So. Wie machen wir das jetzt? Ich brauche wieder mehr von euch, mehr von euch, mehr davon. Also Leichtöl raus. Leichtöl raus. Schweröl mache ich sofort von hier nach. Du musst weg. Hier nach da, nach da, nach hier hinten. Dann ist hier Schweröl. Hier irgendwo Leichtöl. Dazwischen sind dann immer die Aufsplit-Teile. Ist mir immer noch alles viel zu eng, ehrlich gesagt. Oh ja, das kriege ich schon hin. Genau, Schweröl. Da mit nichts verbinden. Was war da? So, da ist nur der. Einfach so und dann wieder hier. Und dann kommst du erstmal in einen Tank. Und zwar kein Life-Support-Tank, sondern ein Storage-Tank. So, ein Schweröl-Tank. Zwei Schweröl-Tanks. Dann Leichtöl. Haben wir hier momentan. Wow, was ist das denn alles? 12 Türme schießen. Ist okay, ist okay. Noch viel zu viel Ausrufezeichen gleichzeitig. So, Leichtöl kommt hier hin. Leichtöl ist noch. Ne, was war da? Ist noch nicht verbunden. Leichtöl muss von hier nach da und darüber verbunden werden. Dann darf es in den Tank. So. Und dann Petroleumgas. Petroleumgas kommt hoch. Geht hier rüber. Kommt da raus. Und kommt hier in Tanks. So, immer noch alles ein bisschen eng, ne? Ja. Dann machen wir jetzt aus dem Leichtöl, also alles Leichtöl, was hier rauskommt, daraus machen wir Petroleumgas, um das noch zu unterstützen, damit wir schön durchgehend Batterien herstellen können. Und aus dem Schweröl machen wir Leichtöl und aus dem Leichtöl dann die Fuelblocks. Und gucken, ob das dann hinhaut. Wenn das irgendwann nicht reichen sollte, das Schweröl zu Leichtöl zu Fuelblocks und daraus die Fuelblocks dann alles zu füttern, können wir immer noch das Leichtöl von hier zur Hälfte ebenfalls umwandeln zu Fuelblocks. Aber erstmal versuchen, das nur damit zu lösen. Das heißt, wir brauchen jetzt Chemical Plants. Und zwar waren das recht viele bei dem Umwandeln, glaube ich. Gucken wir mal. Schweröl zu Leichtöl. Kann ich gleich... Achso, das Schweröl zu Fuelblock war doof. Ja. Hä? So, ihr braucht Wasser. Das ist kein Problem. Wasser können wir von hier holen. Geh da so mittig irgendwo hin. Kommen wir hier runter? Ja, kommen wir. Okay. Wasser nach da.
blub, 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 blub. So, Wasser kommt und Schweröl kommt dann von Mist. Schweröl kommt von hier. Zwar da lang mit mehr Rohre. Rohre. So. Du blub blub. Du nach da, nach hier und da rein. Jetzt können sie theoretisch alle arbeiten. Praktisch wieder so nichts. Das heißt, die nächsten davon kommen hier hin. Ich hasse das. Du machst bitte aus Leichtöl Few Blocks. Ach, du brauchst dann nur einen einzigen Zugang. Das ist super, den kann ich euch doch ein bisschen stacken. Dann mache ich das einfach so, so. So, vier Stück. Und stimmt. Das wird jetzt teuer, was Rohr angeht. Und dafür muss ich erstmal ein bisschen Eisen klauen. Du kannst allerdings schon mal anfangen, das zu machen. Damit sich das da ein bisschen verbraucht. Obwohl, ich kann es einfach einmal langziehen, ne? Ja, wobei, den kann ich hier nicht durchlaufen. Da muss ich... Hier brauche ich eine Verbindung mit den Untergrunddingern. So, alle sollten am Rütteln sein. Ja, man sieht seine grüne Pampe und hier kann man durchlaufen. Einzige Ort, wo man nicht durchlaufen kann, ist jetzt hier. Das ändere ich auch mal. War ändere ich das so. Das heißt, da mache ich kleine Verbindung, wenn ich dann Eisen habe. Da ist Eisenerz. Ich will kein Eisenerz, ich will Eisenplatten. Genau, lauf auf dem Fließband, ist schneller. Jetzt bloß nicht selber verschmolzen werden. Da ist es. Jetzt haben wir da Schönes. Fast nichts und nicht so viel mehr. Weil kaum noch Erz ankommt. Ah, das war nur am Anfang so viel, weil es ein Rush war. Weil das eine geblockt war. Okay. Muss ich mir also demnächst auch nochmal angucken. Die Eisenanlage oben und die Eisenanlage... Hier kann ich nichts verändern. Die Eisenanlage oben, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Kann ich ja nicht viel mehr machen, außer noch mehr davon hinstellen und eventuell einen Grinder bauen. Aber Grinder ist nicht. Ich wollte demnächst, also wahrscheinlich nächste Folge, losziehen und eine Basis zerstören, um an die letzten zwei Alien-Artefakte zu kommen. So, jetzt aber von hier nach da, dass ich da durchgehen kann. Gut, Few Blocks kommen. Und kommen Kisten. Nee, müssen hier Kisten. Die kommen auf ein Fließband und zwar auf das Fließband, das hier später diese komplette Anlage versorgt. Wobei Pufferkisten wären nicht schlecht. Bau mal ein paar rote Kisten. So, auch wenn hier gar kein Anschluss mehr ist, aber die Kisten werden hier eh nicht so benutzt. Jedenfalls nicht primär. Blaue Ärmchen. Keine grünen Chips im Inventar. Das ist nicht gut. Go, 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 go. Okay. Kein Strom. So. Und jetzt hier das auf die Band. Und dann schauen wir mal, wie sich das so hält. Später. Jetzt muss allerdings noch eine Splitteranlage gebaut werden für Leichtöl zu Petroleumgas. Und dann brauchen wir beim Petroleumgas noch sowohl Schwefelherstellung als auch Plastik dann später. Das heißt, du mach bitte... Mach mal hier. Brauchst auch Wasser, ja.
Oh, das ist nicht gut, wenn die so nah beieinander sind wegen dem anderen Ding da. Nee, mach das mal anders. Mach das. Ja, viel besser. Split, split. Dann kriegst du einmal hier Wasser. Einmal hier Wasser. Passt das? Ja. Also ich werde durchkommen durch diese neue Anlage, keine Frage. Allerdings muss man schon gucken, wo man durchlaufen kann. Leichtöl wollte ich von unten bekommen, also von hier. Fuck. Wofür ist das da? Achso, das ist der Anschluss später. Den kann ich ja umbauen. Warte. Ich kann ja hier jetzt einen Knick nach unten machen. Das auf die Höhe bringen und dann hier den Anschluss machen. Richtig? Richtig. Okay, dann habe ich hier schon ein bisschen mehr Spielraum. Das ist doch schon mal angenehmer. Das heißt, das kommt einmal von... Ja, mach mal hier. Du gehst da runter und dann da hoch und wusel, wusel, wusel. Ah, hier kann ich wenigstens gleich einen Anschluss machen. Das ist gut. Du geh dann daran. Und du gehst dann hier runter. Daran. So. Was bist du jetzt? Was bist du? Du bist noch von vorher, glaube ich. Von dem Öl. Ja. Okay. So. Ich glaube, ja. Jetzt haben wir ganz viel Petroleumgas. Okay, Petroleumgas. Petroleum, du kannst raus. Petroleumgas wird umgewuselt zu. Schwefel. Zusammen mit Wasser. Mach's doch gleich mal höher, dann kannst du auf der richtigen Höhe sein. Und zwar hier. Schwefel. Wasser. Wasser. Petroleum. Da lang. So, und du wirst dann gleich weitergereicht zu der Schwefelsäurefabrik. Ich habe gleich keinen Dings mehr. Hier, du mach bitte Schwefelsäure. Dazu brauchst du ein langes Ärmchen oder zwei. Gut, und ebenfalls Wasser. Noch mehr Untergrunddinge. Not enough ingredients. Ja, ja, ja. So, hier brauche ich noch Ruhe. Ich bin im Einzugsbereich, oder? Ja, vorder verdammt nochmal an Eisenplatten. Ich habe keinen Bock mehr drauf. So, 100 Eisenplatten. Eventuell erbarmt sich hier irgendein kleiner Roboter. Währenddessen kann ich gucken, was ich jetzt noch nächstes mache. Nächster Schritt wäre, Schwefelsäure kommt raus und wird zwischengelagert. Wollte ich auch wieder Eisenplatten für. Ja, sollte eigentlich zwischengelagert werden. So. Was haben wir noch für Zeug drin? Türme. Moment. Es kommt keiner mit Eisenplatten. Die sind alle dann beschäftigt, das woanders hinzubringen. Nämlich oben zu der Chipproduktion. Wo sie ja auch hingehören. Krummelkrumpf. Brutzel, brutzel. Strom ist nicht gut. Strom sieht ganz und gar nicht gut aus. Blub, blub. Die bitte setzen. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. 400 Eisenplatten. Na gut, das ist ein Anfang. Bau Storage Tanks, Bau Camp Plants. Guck dann weiter. Was ist hiermit?
Weg. Mist. Wie? Oh Gott. Ich habe irgendwie übersehen, dass hier Stahl hergestellt wird. Weiß nicht wie. Aber es geht auch so, oder? Oder spricht da was gegen? Nö. Kai. Ich denke, ich mache lieber erstmal eine Käffchenpause. Und in der nächsten Folge bauen wir weiter die Ölgeschichte auf. Und gehen eine Basis töten für die Alien-Attrakte, für die Power-Rüstung. Die da. Bräuchte ich nur noch 5 Stahl für, dass ich mir jederzeit schnappen kann. Jo, guti. Dann bis gleich.